Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Final Fantasy XIV Heavensward. Ja, nach A5 kommen wir nun zu A6, Elle des Sohnes. So, diesmal wieder kein First Timer. Was für ein Glück heute. Sollte dann soweit alles schon weit recht sein, dass man da schon, ja, das eigentlich recht drauf hat. Eigentlich jetzt schon die meisten normalerweise. Aber wir gucken uns das auf jeden Fall hier mal an. Dass alles hier so wird. Ja, lasst gerne mal Feedback da auch bei A5, wie ihr das selber fandet, diesen Kampf und ja, wie eure Erfahrung dazu ist. Sprich, ja, ob ihr das eben halt im PF macht, in Gruppensuche oder eben halt hier random sucht. Ich habe das selber mal den Versuch gewagt, mal zu gucken, wie das halt so aussieht. Weil den. Letzte Woche, wo das eben halt rauskam, Patch, haben wir gleich hier als Raid-Abend zusammen alle Midas gemacht. Direkt am ersten Tag. Fing auch alles sehr, sehr gut an. Da hatten wir jetzt mal die ersten Erfahrungen gemacht hier, wie das alles so aussieht und so, wie das alles so funktioniert. Es war recht spaßig auf jeden Fall. Ja, und dann könnt ihr selber mal Feedback da lassen bei A6. Wie findet ihr selber A6, Elle des Sohnes? So, jetzt kommen wir hier weiter. Es kommt alles recht bekannt vor, die ganze Konstruktion. Kennt man ja aus dem Vater von A1 bis A4. So, hier kämpfen wir nun gegen die erste Maschine. Wir machen wir immer Etappe für Etappe. Vier Stück sind es, vier Bosse. Aber sind alle sehr, ja, so Mini-Boss-artig. Oh, der macht aber eh schon. AOE-Felder, die müssen ausgewichen werden. Sonst kriegt man Paralyse und so weiter alles. Dann hat er jetzt welche Minen abgelegt, da sollte man jetzt nicht mehr hingehen. So, dann kommen solche blauen Marks. Die sollen von der Gruppe halt weg. Weil da kommen so gesehen Doppelgänger und die machen alle so. Ja, das kennt man bestimmt aus Tor dann. Das leihen die einfach mal so durch. Dann wiederholt sich das alles wie. Da kommt wieder AOE. Die Minen. So, jetzt habe ich blauen Mark. Gehe jetzt von der Gruppe halt weg. Bewege mich auch noch weiterhin. So. Ja, hierhin soll. So passen. So. Da sollte man aufpassen, weil sonst kriegt man erhöhte Verwundbarkeit. Das wäre nicht so lecker. So. Weiter geht es. Nun zum nächsten. Das ist der Blechbrecher. Der ist auch recht lustig.
Ah, das ist der Tankbuster. Nicht gerade von schlechten Eltern. Oh, jetzt lädt er sich wieder auf. Ja, feuert auf jemanden. Oh, jetzt kommt Feuer auf die Gruppe. Das muss gesplittet werden. Wenn man das nicht splitten würde, würde man auch sehr, sehr hohen Damage bekommen. Nochmal. Der uns ja so liebt. Oh, da ist ja jemand gestorben. Sehr schön. Nummer 2 ist erledigt. Gehen wir nun zu Nummer 3. Der Schwindler. Ihr seht jetzt hier diese ganzen Plattformen. Das ist auch lustig. Auf geht's. So, jetzt seht ihr, dass die Plattformen nach unten und hoch gehen. Ich dürfte jetzt nicht unten sein, weil sonst würde ich erhöhte Verwundbarkeit bekommen, wie es der eine da gerade bekommen hat. Da muss man eben halt immer dementsprechend auf die richtige Plattformhöhe stehen. Das wird euch so gesehen auch bei den Debuff halt angezeigt. Das hier muss so gesehen bei der Gruppe abgesplittet werden. Weil sonst ja, kommen hohe Schaden den jeweiligen. So, jetzt dürfte ich zum Beispiel nicht oben stehen, weil sonst würde ich von oben Schaden bekommen. Oh, jetzt hat er so gesehen, Mark. AOE fällt. Ah nee, das darf nicht gesplittet werden, sorry Leute. Sondern weg von der. Genau. Das sehen wir verwechselt. Sorry, sorry. Wir müssen mal wieder zurück. Und, ja, vermieden werden, dass es den jeweiligen betroffen wird. So, jetzt dürfen die nicht oben stehen. So, pass. Sieht man eigentlich ganz gut bei den Debuffs. Dieses Art Sternchen-Symbol jeweils unten oder oben ist, dann müsst ihr eben halt ja gegenwärtig halt irgendwo da stehen. Ansonsten, wenn ihr jetzt unten dieses Sternchen ist, müsst ihr umstehen. Und wenn es oben ist, dann müsst ihr unten stehen. Gut, jetzt kommen wir zu den vierten, den Wirbler. Hat auch auf jeden Fall eine lustige Mechanik, das werden wir jetzt ja auch gleich mal sehen.
Kommen mehrere AOE-Felder, müssen ausgewichen werden. Weil. Oh, da kommen eben halt diese. Blutfelder. Aufpassen. So, jemand hat jetzt so ein Wassersymbol. Da bekommt jemand jetzt so einen Wasserstrudel da ab. Oh, das ist den erwischt. Das muss so gesehen eingefroren werden. Da steht er auch ganz genau richtig. Zack. Jetzt ist das eingefroren. Jetzt ist das so ein Brocken. Und bei Superzyklon am besten dahinter stehen. Nee, das war es noch nicht. Das war irgendwas anderes. War was anderes. Gleich kommen. Da, Ultrablitz. Genau. Hier ist es ziemlich wichtig, jetzt hinter diesen Eisblock zu stehen. Gegenüberliegen von ihm. Weil bam. Weil sonst würdet ihr instant drauf gehen, weil das ist so viel Schaden, was man da bekommt. Das ist wirklich unglaublich. Das ist schon, ja, wenn mein Raid passiert, ja, natürlich wussten wir ja nicht, was abgeht. Mussten erstmal das erstmal gucken, wie das funktioniert. So, jetzt kommen wieder diese Feuerfelder. Baba. War schon. Super Zyklon, jetzt wird man irgendwo weggeschleudert. So, wieder Wassersäule. Gut aus. Superzyklon. Stehe ich jetzt mal hier so. Ja. War nicht mega weit geschleudert. Oh, Ultrablitz. Wunderbar. Läuft wie geschmiert. Oh, wieder elementar. Ganz das Spiel wieder von vorne. Und erledigt. Ja, somit haben wir alle vier Roboter erledigt. Das wäre es ja nicht soweit. Das war A6. Ende des Sohnes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mir Feedback da, wie ihr es fandet. Diesen Inhalt. Und ja, selber eure Erfahrungen gemacht habt. Würde mich gerne interessieren. Auch natürlich mit A5. Und demnächst sehen wir uns dann hoffentlich bei A7. Also bis zum nächsten Mal. Euer Jigatobi und haut rein.